Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder nach langer, langer Zeit. So viel zum monatlichen Aufnehmen. Ich lasse das Palaver darüber jetzt heute einfach weg und mache euch hoffentlich ein schönes Strickvideo, in dem ich euch ja zeige, was ich in den letzten, ja ich glaube es sind über 2 Monate her, dass ich jetzt aufgenommen habe, was ich da gestrickt habe. Heute ja mal wieder in einem anderen Setting im Wohnzimmer, so dass ich hoffe nicht zu sehr, dass ich, das hoffe ich, nicht so sehr schwitzen werde, weil wir haben jetzt eigentlich relativ angenehme Temperaturen. Ich wollte den Ventilator nicht anmachen, weil der so Geräusche halt macht im Hintergrund. Und ja, ich hoffe, dass das hier gut geht, sonst muss ich zwischendurch einfach mal eine Pause machen. Ja, ich hoffe, es ist euch gut ergangen in der letzten Zeit und ja, ihr habt auch nicht so unter der Hitze gelitten oder auch seid vom Unwetter verschont geblieben. Bei uns war zum Glück nichts. Jo, fangen wir doch einfach mal an, oder? Ich habe jetzt mein altes Video nicht nochmal geguckt. Ich bin mir relativ unsicher, was ich euch schon gezeigt habe und was nicht. Also bei einer Sache bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich euch den fertigen, jetzt kommt das nächste Problem, ich weiß den Namen mit Sicherheit wieder nicht. Doch, den Namen weiß ich wieder. Ich weiß nicht, ob ich euch meinen fertigen Art Deko-Sweater gezeigt habe, den ich gemeinsam mit Sandra gestrickt habe. Sie hat den ja in blau-grau sozusagen, also im weiß, so einen hellen Ton gestrickt. Das ist wunderschön geworden. Den hat Sandra, Frau Wollkekse, ja in ihrem Video auch schon präsentiert. Ich glaube, meinen habe ich euch so komplett fertig noch nicht gezeigt. Deswegen mache ich das nochmal. Wenn ich ihn euch doch gezeigt habe, ist es auch egal, weil der ist so schön. Den kann man ruhig öfter mal zeigen. Ein so, so schönes Design. Ist auch schon getragen von mir ein, zweimal, bevor es so warm wurde. Und zwar ist das Design von Eleanor Mortensen. Die macht sehr wunderschöne Designs. Was ich abgeändert habe, ist, dass ich hier oben diesen Ausschnitt, das hatte ich glaube ich schon erzählt, in einer anderen Farbe angefangen habe, weil diese Farbe mir besser steht und dadurch ja, ich den Pulli besser tragen kann als mit dieser Farbe im Gesicht. Da sieht man schon den Unterschied. Wenn ich die jetzt hier direkt dran habe, ist das besser als so. Ja, egal, aber das Muster ist einfach der Knaller. Der passt auch perfekt. Das sieht super aus. Ich habe den ja gestrickt aus einer Merino Yak ungefärbt. Merino Yak Seide war das genau, eine ungefärbte. Und dieses Pink-Lila ist ein auch von mir überfärbtes Garn, ist auch schon ziemlich alt mit Kaschmir. Der ist auf jeden Fall super weich und kuschelig. Und ich habe noch was geändert, und zwar die Bündchen an den Ärmeln als auch unten. Die habe ich doppelt gestrickt, also glatt rechts doppelt gestrickt. Dazu findet ihr ja auch ein Video auf meinem Kanal. Da habe ich mal ein Video zu gemacht für den. Weiß ich nicht, für einen meiner Pullover. Auf jeden Fall, es gibt ein Video auf YouTube von mir. Und ich habe die Ränder genauso wie am Anfang, habe ich die mit der anderen Farbe abgesetzt und eine Reihe links gestrickt. Und ich finde, so passt es perfekt zum Design und der Wollwahl. Also ich finde, bei Sandra hat das ja nicht gemacht. Da finde ich, passt das aber auch perfekt, weil ihrer ist so ein bisschen, ich sag mal, robuster. Aber da der so edel ist, fand ich einfach so ein edles Bündchen am Ende auch richtig cool. Ja, und ich muss sagen, ich bin rundum zufrieden mit dem Teil. Da gibt es nichts zu meckern. Die Arbeit hat sich absolut gelohnt. Ach, und das ist einfach schön. Mein Art Deko-Sweater. Direkt mal am Anfang weg. Es gibt noch ein uralt Projekt, also uralte, das kennt ihr aus dem letzten Video schon, aber da bin ich mir relativ sicher, dass ich das nicht gezeigt habe im letzten Video. Und zwar ist das hier hinter mir. Ich habe ja dieses Tuch gestrickt. Triangle Scarf. Ich wusste, dass das passiert mit den Namen. Egal, habe ich gestrickt. Die freie Anleitung. Nein, nein, nein. Maskan. Hey. Nein. So ist es. Nein. Das wird ja nicht mehr nebenan gebaut jetzt. Als kleine Zwischensache. Wer mich schon länger kennt, weiß das, dass es letztes Jahr ziemlich ätzend war mit dem Baulärm hier.
Jetzt wohnen die neuen Nachbarn drüben. Und ja, deswegen der Hund. So, müssen wir ihm noch abtrainieren. Was wollte ich sagen? Genau, dieses Tuch gestrickt und mich dann aber entschieden, dass das, weil das so groß ist und ich das so zum Tragen zu viel fand, dass ich daraus eine Decke mache. Und das habe ich gemacht. Was ihr kennen müsstet, ist, ne, jetzt wirklich mal gucken, das ist so groß. Was habe ich denn hier? Ach so, ist dieser Teil. Oh. Ich hoffe, ihr seht irgendwie was. Das war mein Tuch. Das habe ich ja hier aus selbstgesponnenen Garn gestrickt. Und hier habe ich Industriegarnigen. Nee, stimmt gar nicht. Das hier, genau, selbstgesponnen hier. Das ist selbst gefärbt von Mimi in Grau. Das war ein Garn mit Kamel. Ein Kamelhaarmichtung. Ist nicht so ideal für die Decke gewählt. Jetzt fällt mir hier alles runter. Weil sie schon sehr. Sieht man in der Kamera nicht, also doch sehr pilt. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ist halt keine robuste Wolle, hätte ich auch selber drauf kommen können, ne? Dass Kamel sehr weich ist, also fühlt sich super an, aber pilt halt sehr doll. Genau, das war mein erstes Quadrat und ich habe dann ja, da weil das noch nicht lange genug war, oben noch diesen Teil dran gesetzt mit diesen vier Dreiecken. Quasi im gleichen System, wie das Tuch gestrickt wird, alleine habe ich die da dran gesetzt, aber halt kleiner. Genau. Und das ist die ganze Decke. Hui. Also ist wirklich nicht leicht zu zeigen. So, die ist, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht die schönste, aber die funktionalste. Ich benutze die jeden Tag. Wenn ich Mittagsschlaf mache, ja, ich mache öfter Mittagsschlaf, dann benutze ich die. Oder einfach, wenn es zu kalt ist, noch, ist jetzt natürlich nicht so, aber die ist der Hammer. Ich liebe die, die ist super. Die ist halt dünner als meine letzte Decke, die ich gehäkelt hatte. Und dadurch, ja, irgendwie angenehmer auf der Haut. Und die ist genau gestrickt und nicht gehäkelt. Puh, weiß ich auch nicht. Ja, so viel zu der Decke. Aber ihr könnt gespannt sein. Ich habe wieder eine Decke angefangen. Die zeige ich euch nachher. So, die kommen mal hier hin. Damit die nicht auf den Boden fällt. Tut sie aber. Moment. So. Gut. Ja, normalerweise fange ich immer mit meinen eigenen Designs an, ne? Weiß ich auch nicht, was ich heute hier nicht habe. Heute habe ich heute mal anders gemacht. Es ist eine Anleitung von mir rausgekommen. Und zwar, das war falsch, und zwar eine Tuchanleitung, Tuchschal, wie man das auch sehen mag. Der ist jetzt leider nicht mehr so perfekt gespannt, weil ich so ein bisschen den weggeknubbelt hatte. Ein Moment. So, ja, und zwar ist das dieses Tuch hier. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich euch da auch noch einen Anfang im letzten Video gezeigt. Ich weiß es nicht. Aber was ich definitiv weiß, ist, dass dieses Tuch mega bei euch angekommen ist. Also das habe ich echt noch nicht gehabt. Das ist bisher wirklich mein in den Anfängen, also wenn ich kurz nach Veröffentlichung meistverkauftes Tuch. Also so, ja, das fandet ihr wohl richtig, richtig toll. Genau, das ist also ein Lace-Muster. Es wird von Spitze zu Spitze gestrickt, wird hier unten angefangen. Lace-Muster gestrickt, dann kommt ein Streifen, also ein ganz leichtes Streifenmuster. Dann nochmal ein Lace-Teil, also der gleiche, nur nicht in Spitz. Und dann ist der Mittelteil nochmal in diesem Streifenmuster. Und dann wiederholt sich die ganze Sache auf der anderen Seite wieder, bis es wieder zurückläuft in dieses Lace-Muster. Genau. Ja, das Garn, was ich hier benutzt habe, ist ein Fiber Spades 4-Ply. Ja, in der Farbe. Steht in der Anleitung. wie hieß die Nummer? Irgendwas mit P, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau.
Egal. Das ist auf jeden Fall das Tuch. Ich glaube, ihr seht es mir ab, oder ihr verzeiht mir, dass ich es jetzt nicht umwerfe. Es gibt Fotos auf Ravelry, auf Instagram, von dem Tuch, auch von den tollen Teststrecks sind so, so schöne Tücher entstanden. Da könnt ihr euch das alles auch nochmal angucken. Genau. Und während ich das so strickte und plante, fing Sandra an, ja, da kann man doch bestimmt auch toll eine Ein-Strang-Variante, also eine 100-Gramm-Tuch-Variante draus machen. Ja, da hatte sie mir natürlich einen Floh ins Ohr gesetzt und das habe ich dann auch gleich mal probiert und habe dann, Moment, muss man auch mal so machen, dieses Schätzchen hier fabriziert. Das wird eigentlich genauso gestrickt, die Wiederholungen und also die Breite ist schmaler und die Abschnitte von den Streifenmuster sind auch kürzer, also so, dass man natürlich mit einem Strang auskommt und so ein kleines Tuch erhält. Weil, wobei das so klein gar nicht ist, wenn ich das jetzt mal, es geht locker zwei Längen. Und ja, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Es hat auch sich super schnell runtergestrickt und dann, deswegen habe ich dann auch die kleinere Anleitung mit in die Anleitung. Also es gibt eine für das große Tuch, eine Anleitung und in der Anleitung auch noch die Beschreibung für das kleine Tuch. Also genau. Und das ist, ja komm, das werfe ich mal kurz um. Selbst wenn man das so doppelt nimmt, passt das hier super. Ist ganz schmal. Jetzt sieht man natürlich nicht so viel vom Muster. Oder aber man wirft sich das einmal so rum. Hat dann hier vorne die Dreiecke liegen. Dass man es so eng um Hals hat, dann hat man hinten noch so ein bisschen Lace-Muster zu sehen. Ja, oder wie ihr das auch immer tragen möcht, kann man natürlich auch einfach ganz leicht, nur so für schick. Ach, ich kann mich hier schlecht bewegen. Genau, dann hat man hier dieses schöne Dreieck einfach so runterlegen. Ja, ich finde es echt praktisch und die kleinen Tücher sind ja gerade in und so einen Einzelstrang hat man ja immer mal da. Fand ich eine super Idee von Sandra, musste ich natürlich direkt umsetzen und hat sich gelohnt. Das ist übrigens gestrickt aus Faserliebewolle. Und zwar, ja, welche kann ich gar nicht genau sagen. Also ich habe jemanden so ein Paket abgekauft. Muss man gerade überlegen, war das von der Ellie? Keine Ahnung. Jemand hat einen Stash-Abverkauf gemacht und da war diese Farbe drin von Faserliebe und noch zwei andere Farben. Das war mal ein Adventskalender oder sowas. Und den habe ich ihr abgekauft und davon ist das eine Farbe. Also 100 Gramm verstrickt. Das Coole bei den Tüchern ist, man kann halt wirklich bis zur Mitte die Hälfte der Wolle, ich empfehle immer ein bisschen weniger als die Hälfte zu verstricken, damit man nachher auf der sicheren Seite ist. Ich habe es schon mal so gehabt, dass ich am Ende also in der zweiten Hälfte von einem Tuch mehr Garn verbraucht habe. Deswegen finde ich es immer sicherer, ein bisschen weniger als die Hälfte zu verstricken und dann den Rückweg anzutreten. Dann hat man sehr viel Garn verbraucht und kriegt das Maximale raus. Ja, hatte ich gesagt, wie das heißt, das Tuch? Hab ich das gesagt? Weiß ich gar nicht. Es heißt Lacey Feelings. Ne? Erklärt sich ja von selbst. Lacey Feelings auf Reverie. Oh, und ich habe schon so schöne Anstricke auf Instagram gesehen. Ich freue mich immer so, wenn ihr eure Anstricke oder fertigen Tücher, es ist eigentlich ganz egal, wenn ihr die postet.
Nicht nur, weil das ist natürlich Werbung für mich, wenn ihr das macht, aber das ist einfach so schön zu sehen. So schön, welche Ideen ihr habt, welche Farben ihr nehmt, ob ihr die kleine Größe schickt, die große. Und ach ja, hat mich total gefreut. Und diesmal kamen halt echt vermehrt Bilder, weil es halt eben irgendwie so toll ankam bei euch. Vielen Dank nochmal. Ja, wenn wir jetzt dabei Teststrick sind, dann sage ich direkt, was heißt als nächstes in Teststrick geht. Stimmt gar nicht. Es hat ja theoretisch am Montag begonnen, heute ist Dienstag, also gestern. Ich habe es endlich geschafft, die Anleitung für dieses Sommertop zu schreiben. Das habe ich letztes Jahr gestrickt. Das könnt ihr vielleicht auch Fotos noch gesehen haben oder auch im Podcast. Ich glaube, da habe ich den Podcast auch hier unten aufgenommen, da erinnere ich mich dran. Da war es allerdings noch länger. Ich hatte noch ein Lace-Teil mehr dran. Das habe ich für mich nochmal abgeändert. Spielt aber keine Rolle für euch. Ich habe die Anleitung geschrieben. Sie wird getestet. Die ersten sind auch schon beim ersten Lace-Teil angekommen. Und ja, das ist das nächste, was ihr erwarten könnt. Also ich habe vor, diese Anleitung noch Anfang August rauszubringen, damit das sich noch lohnt für den Sommer. Gestrickt habe ich die übrigens auch wieder aus der Merino-Seide Yak. Das ist irgendwie ja einer meiner absoluten Favoriten. Und die ist gefärbt von der Mimi, von Mimi Liebt Wolle. Genau, da habe ich persönlich zwei Stränge von diesem helleren Grün und einen von dem Strang in dem dunklen, also vom Lesmuster gebraucht. Und das ist so Größe L. Genau. Die Farbe glaube ich nicht, aber andere Farben müssen bei Mimi sogar noch zu kriegen sein. Könnt ihr gerne mal gucken. Und die hat die wirklich zu einer guten oder zu guten Konditionen im Shop. Namen hat das Teil noch nicht. Da wollte ich mir eigentlich mal Gedanken machen, ne? Habe ich schon wieder vergessen. Egal, mache ich noch. Das ist ja immer so ein bisschen dauert bei mir meistens. Ja, puh, das war viel. Ich glaube, ein Schluck trinken wäre mal ganz gut. Ja, ich habe noch so einiges hier liegen. Bin mir irgendwie recht unsicher, mit was ich so anfange. Ich glaube, ich bleibe mal bei den eigenen Designs. Da habe ich nämlich jetzt hier sowas. Da habe ich ein Design versucht, bin aber immer noch nicht zufrieden damit und deswegen gibt es da so viele von und wird es das auch dieses Jahr wohl nicht geben. Ich habe nämlich versucht, nochmal ein Sommertop mit Trägern aber zu designen. Und zwar, also das erste ist sehr schön und da bin ich auch sehr zufrieden mit, wenn ich es selber trage, aber ich kann das so als Anleitung nicht rausbringen, weil das ja zu kompliziert, zu unlogisch, ach was weiß ich war. So ist wie es ist, wird es nicht geben, sage ich euch direkt. Und zwar ist es das hier. Das ist also ein Top gestrickt aus einer 100% also Burettseide ist das, glaube ich, von Prolana. Also wirklich ein schönes Garn für den Sommer, finde ich super. Was habe ich denn hier hinten gemacht? Da habe ich aber irgendwas Komisches gemacht. Na, jetzt, wo ich sehe. Lässt sich gut stricken und also Sommergarne sind ja eh so ein bisschen sperriger, sage ich mal, als so eine Merino-Wolle. Aber das fand ich wirklich gut. Stricken würde ich wieder machen. Das ist eine Fingering-Lauflänge. Und ja, habe ich von oben nach unten gestrickt. Das war mir wichtig. Ja, also von unten nach oben gestrickt, dann kann man das so schlecht anprobieren. Und deswegen habe ich das gemacht. Und da bin ich aber mit den Zunahmen hier nicht so zufrieden. Die sieht man schon, also es sieht nicht so sauber aus und das war dann irgendwie nicht so das. Das Muster allerdings, mit dem war ich sehr zufrieden. Kann ich das denn mal zeigen? So, vielleicht, dass es gerade ist. Ja, das sieht so aus und läuft unten in ein Bündchen über. Man nicht ganz so, ja doch so, ne? Das finde ich sehr schön dezent, aber trotzdem ja, pfiffig, hat was und ist beim Stricken vor allem nicht so langweilig. Das ist hinten ganz genauso.
Also außer dass es hinten natürlich höher ist als vorne der Ausschnitt. Und ich habe unten im unteren Bereich ein geteiltes Bündchen gemacht. Das, genau, beim ersten Stricken habe ich mich da noch vertan und habe das vordere Bündchen, das ist das hier, länger gemacht als das hintere. Das sah natürlich völlig blöd aus. War das bei dem Oberteil eigentlich oder bei dem anderen? Nee, ich glaube, das war bei dem anderen. Egal, kann ich jetzt trotzdem erklären, beim anderen war das so, ja, da musste ich wieder ribbeln und das wieder ändern, weil man macht natürlich bei so einem geteilten Bündchen vorne kürzer und hinten länger. Also das trägt sich wunderbar bei bei heißen Temperaturen durch die Burettseide. Auch die Passform ist okay. Was ich gemacht habe, ist nachher noch hier die Ausschnitte umhäkelt. Ich glaube auch zweimal. Außen, innen nur einmal, damit es einmal mehr Festigkeit und Stand bekommt. Und weil die mir hier draußen dann doch ein bisschen weit geworden sind. Und das ist überhaupt ein Tipp an euch, wenn euch ein Ausschnitt zu weit ist oder hier das zu weit ist, einfach mal eine Runde drum häkeln. Ich habe es als erstes mit Kettmaschen gemacht. Manchmal reicht mir das schon. Ich bin da außen dann aber nochmal, weil der ja zu weit war, hier mit einer Runde festem. Heißt das feste Maschen? Jetzt weiß ich es gerade wieder nicht, wie es beim Häkeln. Doch, eine Runde feste Maschen drüber. Nee. Kettmaschen. Feste Maschen. Ihr wisst, was ich meine. Die ganz normale Häkelart. Also es gibt Stäbchen und feste Maschen, ne? Ich glaube, feste Maschen. Ja, das war Versuch Nummer 1, der aber auch gelungen und tragbar ist. Dann habe ich auf. Ich muss mal überlegen, wie rum war das denn? Doch, ich glaube hier. Dann habe ich mir nochmal Wolle bestellt. Und zwar die Sommerseide von Landlust. Landlust ist Lana Grossa, ne? Meine ich. Meine ich ist Lana Grossa. Ja, also das gleiche ist. Ist das hell. Könnt ihr da irgendwas sehen? Zu hell? Oh, da geht es ein bisschen, ne? Also. Also das ist nicht, also ich habe ein Grau bestellt, das ist für mich tatsächlich eher fast ein Weiß mit einem grauen Schimmer, für ihn überhaupt, ist viel heller als ich dachte. Also ist auch, steht mir jetzt nicht so toll, ich überlege auch, ob ich das überfärbe. Aber so viel erstmal dazu. Die Wolle an sich ist Sportweight, also dicker als die andere, als Fingerring. Fand sie auch nicht so cool zu verstricken. Sandra hat die gleiche Wolle, hat ein Tuch draus gestrickt und ist da sehr begeistert von. Ich kenne auch andere, die gesagt haben, sind begeistert. Ich persönlich, also für mich ist es nicht mein Favorit. Finde die auch ein bisschen zu dick. Ja, weiß ich nicht. So. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Oberteil gestrickt, habe dann die Zunahmen noch mal ein bisschen verändert, hier ein bisschen probiert, war dann aber auch nicht, also irgendwie passt das immer noch nicht. Ich kann euch auch nicht sagen, genau warum. Wenn es für mich nicht passt, geht es halt nicht. Ne? So. Ja, dann hier wieder das Muster rein. Es kommt hier eigentlich auch sehr schön raus, aber muss ich mal in die Kamera von der Seite gucken? Naja. So seht ihr das ein bisschen besser? Oder was ist denn, wenn ich so mache? Ja. Genau. Muster gefällt mir wieder sehr gut. Und bei dem Oberteil war es mir dann passiert mit hinten länger, kürzer als vorne. So, und da habe ich es dann nochmal geändert. Wobei der Unterschied hier nicht so gewaltig ist, weil mir nach 3 Knäueln dann, nee, 4 Knäuel hatte ich, glaube ich. Und da ist mir dann die Wolle ausgegangen. Da habe ich dann mehr verbraucht, doch als ich dachte. Genau, und auch hier habe ich nachher wieder umhäkelt für die Festigkeit und den guten Sitz. Da hat mir Sandra dann von ihrem Tuch noch den Rest gegeben. Die hat Gott sei Dank die gleiche Farbe zufällig bestellt. Und dann konnte ich da auch noch mal drum häkeln und das passgenauer machen. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht getragen. Aber ich glaube, es liegt vielleicht auch an der Farbe. Ich sollte es vielleicht einfach mal im Farbbad schmeißen, gucken, was passiert und dann einfach noch mal anprobieren. Ja, und diese Sommertops fliegen wirklich über meine Nadeln, weil ja, ich brauche jetzt nicht lange für so einen Top. Das hat
maximal, also das hier hat nicht mal 200 Gramm hier drin. Nee, da habe ich noch eine ganze Menge über gehabt. Muss man überlegen, ich hatte 200 Gramm bestellt. Oder hatte ich 250? Nee, ich meine 200. Na, muss nochmal wiegen. Verbraucht also nicht viel Garn, ist demnach auch nicht so eine lange Strickzeit. Dann habe ich irgendwie zwischendurch nochmal eins probiert mit dem Garn, was ich hatte. Was ich sagte. Sandra hat in dem letzten Video gesagt, das kam gestern, glaube ich, raus, dass ich ihr jeden Tag Fotos von Sommertops schicke und sie deswegen so angesteckt hätte, Sommertops zu stricken. Jetzt wisst ihr warum. Ich habe dann nämlich noch eins probiert aus einer Wolle, die auch Sandra gefärbt hat. Die hatte ich mal von meinem Mann geschenkt gekriegt. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Egal. Aber das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil, weiß ich auch nicht, dann kam die andere Wolle an oder so. Ja. Das ist das hier. Ich finde es eigentlich sehr schön. Als ich es eben wieder auspackte, habe ich mich wieder gefragt, warum ich das aufgehört habe. So, es ist also sehr verkrumpelt, da ist noch kein Stand dran. Ach genau, da habe ich das irgendwie anders probiert mal. Ja, da habe ich die. Habe ich hier Kraus statt Perlmuster gemacht, wie bei den anderen. Hier sind die auch noch nicht zusammen, die Träger. Die werden dann einfach mit Maschenstich, also entweder nochmal verlängert, wenn man merkt, man braucht mehr, oder eben mit Maschenstich einfach verbunden. Ja, und dann habe ich so ein Stück unter den Arm noch gestrickt. Genau, da habe ich auch so einen kleinen Zwickel eingestrickt. Ja, weiß ich nicht, was ich mir da so gedacht habe, aber die Farbe ist natürlich toll. Die Färbung ist auch echt toll, hat sowas Unterwasserweltmäßiges, finde ich, mit Algen. Und eigentlich könnte ich das mal weiter stricken. Muss mal eben darunter das Knäuel holen. Ich habe ja auch noch das hier, ist der zweite Strang. Das ist auch nur so eine Seidenmischung von Sandra, sehr, sehr schön. Ah. Die ist der dritte Versuch, glaube ich, was draus zu stricken. Aber ich glaube, diesmal wird es was, weil das gefällt mir wirklich gut. Genau, ich wollte da unten dann auch ein Lace-Muster reinstricken, weil ich sonst nicht weiß, ob ich hierbei jetzt mit den 200 Metern auskomme. Ja. Ideen über Ideen. Jetzt weiß ich auch, wo meine Nadeln alle abbleiben, die jetzt geblieben sind, ne? So. Ach, guck mal, das hier ist übrigens die Sommerseide Landlust von Johanna Grosser. Ein Grau soll das sein. Naja. Ach, und ich. Nee, genau. Das war das Top. Ich habe jetzt noch einen Top, wo ich auch wieder ausprobiert habe. Was? Ich zeige euch aber zwischendurch was anderes. Und zwar das hier. Schaut mal, wie schön die ist. Sieht ja jetzt erstmal nur aus wie ein Körbchen. Ist aber, wenn man hier schwuppsi schwupp das rausholt, eine Projekttasche. Ein Projektbeutel. Hier ist auch so ein Verschluss noch dran. Ich habe allerdings den immer so stehen, wie ihr den gerade gesehen habt. Steht da auf meinem Sofarand. Und da befinden sich alle aktuellen Wollen drin, die ich für irgendein Projekt benötige. Genau, wird dann da reingefalten. Und dann habe ich das hier so drin. Drin, das Futter ist auch sehr schön. Genau, bevor ich jetzt weiterrede, sage ich euch erstmal, wo ich das her habe. Und zwar habe ich die gesehen bei Lauter Nette Sächele. Habe ich euch schon mal, also habe ich schon mal zwei Projekttaschen gekauft. Und sie hatte diese hier, die fällt so ein bisschen aus ihrem typischen Schema raus, fand ich. Aber ich fand die einfach wunderschön. Also von ihrem typischen Stoffschema. Ich hatte da mal so eine Tasche mit Männchen und Esel und mit Kakteen gekauft, aber. Also die finde ich der Hammer. Die liebe ich. Das. Ja, guck, mein Etsy-Shop, der hat sehr, sehr schöne Projekttaschen da. Und auch zu einem sehr angenehmen Preis. Kann man so sagen. So, was nun? Das letzte Sommertop ist das hier. Das ist diesmal mit einem I-Cord-Rand gestrickt.
Und dieses Mal glatt rechts runter, ohne die Streifen. Können wir ja nicht alles nur mit diesen Streifen da stricken. Und, wie sieht man das denn hier? Da. An der Seite mit Zunahmen nach unten hin, also A-Linie. Also, dass das auf der anderen Seite genauso, da sieht man die auch, dass das nach unten breiter wird. Sieht man das? Moment, muss man mal so halten. Ja, sieht man, dass das hier ein bisschen breiter wird. Genau. Und das gefällt mir sehr gut, aber auch da bin ich designmäßig halt, also so ist es okay für mich zum Tragen, überhaupt kein Thema, aber designmäßig und anleitungsschreibmäßig bin ich da immer noch nicht zufrieden mit. Ist wurscht, ich habe es für dieses Jahr dran gegeben, vielleicht setze ich mich da nächstes Jahr nochmal dran. Aber ja, genau, das hatte ich jetzt schon mal auf Kabel gezogen, weil ich das einmal waschen wollte wegen der Länge. Hab das aber anprobiert und gemerkt, da muss noch was dran. Ich habe noch einen kompletten Strang. Ich den auch hier. Den hatte ich doch da. Und zwar ist das von Schmusewolle. Eine selbstgefärbte Wolle von mir. Und zwar nennt die sich Seidentraum. Die kannte ich bisher noch nicht. Weiß nicht, ob die die neu im Sortiment haben. Die besteht aus 80% Baumwolle und 20% Seide. Und der hat eine Lauflänge von 280 Metern auf 100 Gramm. Also ist auch ein Sportweight-Garn, schon mit Tendenz zum Decay. Ist aber wirklich, ich finde, kein Vergleich zu der Sommerseide, wenn ich die jetzt vergleichen sollte. Einmal ist die viel weicher, hat aber, meine ich, Sommerseiden-Etikett habe ich nicht mehr da. Ich meine aber, die hätte tatsächlich weniger Seide, aber die ist viel weicher, wahrscheinlich durch die Baumwolle. Hat ja eine höhere Lauflänge, also die war 200, muss ich mal überlegen. Was habe ich jetzt hier gesagt bei der? Wie viel hat die? 280 Meter. Hatte die 300 noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist wurscht. Ich bin auf jeden Fall begeistert von der, das will ich euch damit sagen. Also die heißt Seidentraum, halte ich euch nochmal hier rein, von Schmusewolle. Und ja, ich glaube, die lässt sich nachher auch super tragen. Also die Anproben sind schon immer sehr angenehm und verstrickt sich super. Also da gibt es gar nichts. Das ist eine Sommerwolle, die ich jederzeit wieder kaufen würde. Ja, und gefärbt habe ich die mit einem ganz dunklen Blau. Aber die Wolle nimmt natürlich aufgrund der Seide und Baumwolle nicht so viel Farbe an wie andere. Andere Wolle wäre jetzt wirklich tiefblau geworden. Habe ich jetzt nicht so ein Blau da. Die wäre tiefblau geworden. Ich hatte nachher so viel Farbe über, dass ich noch andere Sachen gefärbt habe mit dem Blau. Ja, und hier dann geht es dann noch weiter. Das werdet ihr dann wahrscheinlich das nächste Mal sehen. Genau. So. Dann zeige ich euch, was zeige ich euch denn? Ich zeige euch erstmal ach guck mal, das ist die andere Tasche, die ich von Lauter Nette Sächele mal gekauft habe. Mit den Eseln. Ja, genau, Projektbeutel. Auch einer meiner Liebsten. Huch, ein bisschen Haare dran. Ja, und hier habe ich was drin von einer Wollfärberin. Und zwar, einen Moment. So, da haben wir es. Und zwar von Wolleprofi. Habt ihr vielleicht auf Instagram schon mal gesehen? Hier steht drauf Wolleprofi, Laine Cherie, mit Liebe handgefärbt. Genau. Und da ist die, guck mal, ja, jetzt genau, da ist die Internetadresse. Ich hatte auch einen Flyer oben, aber den habe ich natürlich nicht hier. Könnt ihr mal schauen. Oh, macht es das scharf? Ich werde es aber auch verlinken unterm Video. Und sie hatte mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Wolle von ihr vorstellen und testen möchte. Und da habe ich gesagt, natürlich immer gerne. Ich weiß halt nicht, ob ein
Design von mir draus wird, das kann ich nie versprechen, weil seht ihr ja zum Beispiel bei den Tops jetzt, das ist bisher nichts und hätte ich das jetzt aus einem Wolle von jemandem gestrickt, dann ne, wird das nichts. Aber ich mache natürlich, teste die natürlich gerne und mache natürlich auch gerne Werbung dafür und in dem Fall auch sehr gerne, weil die Wolle ist einfach toll. Ich habe bei ihr mir dann Wolle aussuchen dürfen und das habe ich gemacht. Für ein Tuch habe ich so gedacht, aber auch das kann sich immer mal ändern. Und da habe ich mir einmal, jetzt muss ich gucken, welche das ist, die hier, ne? Habe ich mir einmal die Edle Rose ausgesucht. Das ist falsch. Seht ihr? Moosröschen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht. Moosröschen passt viel besser. Moosröschen ausgesucht. Das ist 65% Schurwolle, Merino extra fein, 35% Seide und die läuft 400 Meter auf 100 Gramm. Eine wunderschöne Färbung. Und die Wolle fühlt sich, ich habe sie noch nicht verstrickt, aber sie fühlt sich toll an. Ich habe sie aber schon gewickelt. Und schaut euch das an. Man sieht den Glanz vielleicht auch so ein bisschen durch die Kamera, ich weiß nicht. Oh, ich finde die so, so schön. Sieht man aber auch wieder, was das für einen Unterschied macht, wenn man was gewickelt hat oder im Strang. Ne? Finde ich auch toll. Ah, da freue ich mich auch am Anstrick. Aber ich muss erstmal wieder was fertig kriegen. Ja, so ist das, ne? Aber die Ideen spuken schon im Kopf. Ah, toll, toll, wirklich richtig toll. Da habe ich zwei Stränge, also 800 Meter. Und dazu habe ich mir die Edle Rose, die kommt jetzt, ausgesucht. Und zwar hat, ja, nee, ich zeige es euch erst, ist das dieses Garn. Also man sieht es ja fast gar nicht, weil es so weich ist. Seht ihr, wie flauschig das ist? Das ist der Wahnsinn. Das sind 54% Alpaka, 24% Seide und 22% Mohair. Also ein Flauschtraum. Und die läuft 800 Meter auf 100 Gramm. Das sind auch 100 Gramm. Und die fand ich einfach so mega in Kombination mit denen hier. Machen wir mal so, wie es schöner aussieht. So. Also sagt mir, das passt nicht. Das passt. Oh, echt ein tolles Garn. Wie gesagt, verstrickt habe ich es noch nicht. Da werde ich euch natürlich dann auch mitnehmen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich das testen darf. Mache ich sehr, sehr gerne. Und in dem Falle auch sehr gerne Werbung, weil einfach toll. Ich sag's, wie es ist. Ich habe euch auch gesagt, ich stehe nicht auf die Sommerseide. Genau. Wolle-Profi findet ihr auch auf Instagram oder eben ihren Etsy-Shop. Ja. Das dazu. Da war die Freude schon mal groß. Ist das hier? Das gehört da gar nicht rein. So, das kommt wieder hier schön. Ein Projektbeutel ist schon vorbereitet. Puh, jetzt wird es doch so langsam warm. Und ja, dann zeige ich euch jetzt doch noch, dass ich an einem weiteren Design dran bin. Und zwar habe ich die Corinna von Ovilo Wolle in Herford auf so einem kleinen Wollfest getroffen. Also haben wir uns nicht das erste Mal getroffen, aber das erste Mal miteinander wirklich geredet. Und das war total nett und ach, einfach schön. Und ich habe bei ihr ein Garn gekauft. Habe ich das hier noch? Ja, für meine Decke, die nachher noch kommt, das zeige ich euch dann in grün. Und war da so begeistert von und sowieso begeistert von, also sie hat eine Rotfärbung auf dem Tisch gehabt, die einfach großartig war. Also ich finde, Rotfärben ist ja total schwierig. Und ich finde auch, das kann einfach nicht jeder. Also sucht mir mal ein sattes, dunkles Rot bei einem Wollfärber, findet man meiner Meinung nach, also ich wüsste kaum welche. Dürft mich da gerne korrigieren. Aber ich habe ja jetzt jemanden gefunden und zwar die Corinna, die färbt das fantastisch. Und da deswegen, ja, habe ich ihr dann den Auftrag gegeben. Es war aber jetzt erstmal der letzte Auftrag, den sie angenommen hat, weil sie gerade für weitere Wollfeste färbt.
unter anderem für Sulingen, da werde ich ja auch wieder sein dieses Jahr. Und Kassel ist sie, glaube ich, dann auch noch in Kassel. Und ja, habe sie beauftragt, mir diese Wolle zu färben auf ihrer Merino. Und zwar in der Farbe Deep Red. 100% Merino-Wolle. 400 Meter auf 100 Gramm. Und jetzt spanne ich euch nicht weiter auf die Folter, wobei ich ein bisschen Angst habe, weil ich glaube, dass das in der Kamera nicht gut kommt. Oh. Oh, doch. Oh, das ist ja erstaunlich. Also, es ist ein Rot. Es ist ein recht dunkles Rot. Und ich finde, ich muss mir das nachher bei der Aufnahme nochmal angucken. Aber ich finde tatsächlich, dass das gut rüberkommt. Also, ich wundere mich gerade, weil wenn man das fotografiert, geht es gar nicht. Also, so sieht es jetzt ein bisschen heller aus, als es ist. Ja, cool. Da freue ich mich aber. Sie hatte mir selber auch gesagt, dass das schwierig sei, das einfach zu fotografieren. Also das Foto, was sie mir gemacht hat, war schon gut, aber auch nicht so wie das Original. Also Rot ist einfach eine undankbare Farbe. Ja, ich habe da 4 Stränge von. Das sind meine 3, die ich noch nicht gewickelt habe. Das ist ihr Emblem, habe ich jetzt noch nicht gezeigt, ne? Ich glaube, ein neues. Ich glaube, sie hatte vorher ein anderes. Das ist sehr schön. Ovilo Hand-Dyed Yarns. Und... ja, also ich finde, da braucht man nichts zu sagen mehr, oder? Und wie ihr seht, mein erstes Knäuel ist fast verstrickt. Hier natürlich auf dem sensationell tollen Rollabwickler, 3D gedruckt von 3D Foxprint. So rum war es. 3D Foxprint. Der Mann von Sandra, ich hatte letztes Mal, glaube ich, schon davon erzählt. Der hat ja einen Etsy-Shop, in dem er 3D gedruckte Sachen verkauft, unter anderem diese tollen Wollabwickler in groß und klein. Das ist ein großer. Ja, schaut mal vorbei. Der hatte jetzt neulich wieder ein großes Shop-Update. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was drin ist. Müsstet ihr mal gucken. Kann ich absolut empfehlen. Und ich weiß, dass es schon viele Fans gefunden hat, diese... ja, Art der Wollabroller, weil die so schön leicht sind und zu transportieren, und ich benutze die nur noch, tatsächlich. Genau, das erste Knäuel ist fast verstrickt und jetzt zeige ich euch, was ich daraus mache, weil auch daraus möchte ich ein Design machen. Hab das klar im Kopf. Ich werde euch da jetzt noch nicht so viel zu sagen, genauer, aber boah, ein bisschen schon. Und ich habe, falsch rum, sie unten. Das ist auch noch falsch rum. So. Und ich habe jetzt gerade so weit gestrickt, dass ich die Ärmel also wieder in Runden stricken kann. So, hier ist es. Also von hinten mit höheren Kragen, da kommt später noch ein Bündchen drum, das, ja, lasst euch überraschen. Hier habe ich jetzt so 20 cm runtergestrickt, hier oben ein paar verkürzte Reihen eingearbeitet, damit sich das so ein bisschen schön der Schulter anpasst von der Form. Hier unten oh, vorne ein Ausschnitt, wo natürlich auch noch ein Bündchen drankommt. Also einen Faden gezogen, ne, geht. Ebenfalls verkürzte Reihen. Und dann ansonsten erstmal gerade runter und gerade, zeigen wir es mal hier, bevor mir hier die Maschen flöten gehen, und gerade zur Runde geschlossen unterm Arm. Ja, also das wird ein, wie man wahrscheinlich schon sieht, Oversize-Pulli mit so überzogenen Schultern, der unten ein schönes Lace-Muster bekommt. Ja. Und jetzt, ja, bin ich so weit, jetzt muss ich noch bis über die Brust glatt rechts runter und dann beginnt schon der erste Teil vom Muster. Das habe ich alles schon genau im Kopf. Jetzt muss nur noch ein bisschen Fleißarbeit her und dann, ja, dann wird es schön. Freue ich mich drauf, macht auch riesig Spaß. Die Wolle lässt sich wunderbar verstricken. Das wusste ich ja schon durch die Wolle, die ich von der für die Decke gekauft hatte. Ja. Schön. Seid, könnt ihr gespannt sein, genauso wie ich. Und so, jetzt habe ich hier noch was lang Erwartetes, vielleicht von euch.
Und zwar hat Sandra ja schon mehrfach von ihrer Decke berichtet und ich habe auf Instagram auch ganz viel von der Decke Fotos gemacht und gezeigt und. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stricke die. Sandra hat mich angesteckt, die Decke From Grandma with Love von Merlind oder auch Melanie Berg, so ist ihr richtiger Name, zu stricken. Und ja, was soll ich sagen? Das sind einzelne Quadrate, gestrickte Quadrate und ich habe da schon mal so ein paar. Ja, und so ein paar ungespannte auch noch. So ist es. Also, ja, was soll ich sagen? Also, ich habe jetzt, sag mal, ich habe so eine kleine Challenge daraus gemacht, um uns gegenseitig zu motivieren. Sagen wir uns immer, wie viele Quadrate wir gestrickt haben und wer vorne liegt und hinten und. Ja, sie hatte mich kurzfristig mal eingeholt. Man muss immer sagen, Sandra hat deutlich weniger Strickzeit als ich. Jetzt ist sie, glaube ich, wenn sie jetzt nicht heute oder gestern, wer weiß, was gemacht hat, liegt sie noch zwei hinter mir. Aber es ist einfach lustig. Wir haben da Spaß dran. Es geht nicht wirklich um Schnelligkeit, sondern um Motivation. Ich habe jetzt 29 Quadrate. Und laut meinem Wissen, Sandra hat in ihrem letzten Video was anderes gesagt, aber ist, bei der Originaldecke sind es 45 Quadrate, die man braucht. Sie sagte was von 36 oder so, aber ist ja egal. Sie macht die für ihre Tochter, die vielleicht muss ja gar nicht so groß sein. Ich weiß noch nicht, ob mir 45 reichen, das werde ich dann sehen. Aber ich zeige euch einfach mal grob, wie die aussehen. Ach, das sieht ja gar nicht aus. Oh, das ist schon das Erste, was einfach nur scheckig aussieht. Oder seht ihr das Muster? Ja, das ist kein gutes Beispiel. Ja, aber ein anderes habe ich auch nur eins von. So sehen die Quadrate aus. Also wunderschönes Muster. Kann man absolut auswendig nach dem zweiten Quadrat, braucht man da wirklich nicht mehr drauf gucken. Und ich habe ja am Anfang einfach irgendwelche Restwolle genommen und dann doch so ein Farbschema entwickelt, in welche Richtung ich so gehen will und habe mir jetzt dazu auch noch mal Wolle nachgefärbt, tatsächlich, weil meine Reste wären einfach zu bunt gewesen. Genau, das ist die Wolle von Ovillo. Ah, da kommt das auch so schön raus. Deswegen hoffe ich auch, dass das Lace-Muster in dem roten Pulli genauso schön rauskommt, weil die Wolle es einfach hergibt, damit Lace zu stricken. Auch ein, also der Grünton tatsächlich kommt in der Kamera nicht so raus, wie er ist. Er ist strahlender. Aber auch eine wunderschöne Färbung. Ja, da habe ich auch so einige. Da habe ich das ganze Knäuel verstrickt hier mit den Ovillo-Vierecken. Ah, dann habe ich hier das. Ach, das genau. Das wollte ich der Angela. Angela, bitte herhören. Das ist die Wolle von Fair Alpaka. Heißen die jetzt ab Fair Alpaka oder hießen die früher Fair Alpaka? Oh Gott, die hatten ihren Namen geändert. Ich weiß es gerade nicht. Die Angela mir mal geschenkt hat. Also da ist halt Alpaka drin und die habe ich selber gefärbt in ja, Altrosa einfach. Und die ließ sich wunderbar verstricken. Ist wirklich eine tolle Wolle. Für Socken habe ich, das ist eigentlich eine Sockenwolle, steht da drauf. Für Socken habe ich sie jetzt nicht genommen, aber ich finde es super schön und also fantastisches Garn. Wollte ich dir die ganze Zeit gesagt haben. Vielen Dank nochmal dafür. Genau, das ist es. So, damit ihr euch nicht langweilt, ja, da habe ich so einige, also eine ähnliche Farbe nochmal. Das zeige ich euch jetzt nicht alles. Dann hier, das kommt wahrscheinlich auch schräg in der Kamera, oder? Ja, das sieht man nicht gut, ne? Weiße Wand. Also so ein bisschen dunklerer Farbton. Dann habe ich hier noch welche in so einem helleren. Ja, und die, wie ihr seht, sind alle schon gespannt, sonst würden sie nicht so gut aussehen. Moment, hier habe ich noch einen mit einer neu gefärbten. Das kann man dann, ah, hier sieht man es besser, ja. Ich hänge euch mal, vielleicht, wenn ich dran denke, noch ein Foto dran mit einem Bild, als ich noch weniger hatte, aber schon mal die zusammengelegt hatte, die Quadrate. Ja, und so sehen die Quadrate aus, wenn die frisch gestrickt sind und nicht gespannt. Für die Umrandung habe ich immer die gleiche Farbe genommen, wie ihr gesehen habt. Und zwar hat Sandra mir dafür Wolle gefärbt mit so einem, ja, so einem Beige-Ton. Ich wollte es nicht ganz weiß haben oder wollweiß, sondern irgendwie,
ja, irgendwie wollte ich noch was drum haben. Sehr, sehr schön auch. Das ist, ich glaube, die High Twist, auf der sie das gefärbt hat, ja. Und damit wird der Rand gemacht und später werden die auch noch damit zusammengehäkelt, gestrickt, das weiß ich noch gar nicht genau. Oh, mit der Farbe und dann auch mit der hellen Farbe nochmal kommt ein Rand drum, um den wir uns dann nochmal kümmern müssen. Genau, aktuell habe ich diese beiden Farben, die ich verstricke, die habe ich nachgefärbt, einfach auf einer Schmusewolle Gipfelwelten. Ja, genau, die habe ich mir dann nochmal bestellt. Schöne Farben, finde ich. Ja, da kann ich dann auch nochmal so Farben, die mir so jetzt eigentlich nicht stehen, kann ich dann einfach, die wird schon gehen, aber die nicht, kann ich echt schön in so eine Decke verarbeiten. Das macht Spaß. Ja, hui. Das war eine Menge, ne? Ich habe hier noch was. Aber ich glaube, das hebe ich mir fürs nächste Mal aus. Ich habe auch wieder angefangen zu spinnen vor ein paar Tagen. Habe aber jetzt noch nichts fertig. Das zeige ich euch dann auch beim nächsten Mal. Habe nochmal Spinnfasern bestellt. Da freue ich mich drauf. Die müssten ja morgen oder übermorgen ankommen. Und mal gucken, ob ich da auch ein größeres Spinnprojekt, Strickprojekt nochmal draus mache. Das weiß ich nicht. Da bin ich so am Überlegen. Gerade mache ich es einfach, weil es mir Spaß macht, weil es mir Ruhe gibt. Und ja, reicht ja auch schon. Ne? Ja, gut. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt. Wie gesagt, nächste Wollfest, auf dem ich bin, ist in Sulingen. Und ich glaube am, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube am Sonntag, ne? Oh, wir sind verabredet, deswegen, ich weiß es gerade nicht genau, aber ja, Sulingen auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf, weil es wieder der eine der wenigen ist, wo ich dieses Jahr hingehe. Wenigen, also war ich dieses Jahr schon auf dem Wollfest? Ich glaube irgendwie nicht. Oder war ich dieses Jahr schon in Holland? Aber, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit. Und ich freue mich drauf und vielleicht sehen wir uns ja da. Ich glaube, vorher wird es kein Video mehr geben, weil das ist schon Ende Juli. Ist das Wollfest schon? Das schaffe ich nicht. Hat man ja jetzt das letzte Mal gemerkt. Na gut, dann wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder. Wie ich immer sage, ich mache ja Einträge, wenn neues Design rauskommt, schreibe ich das hier in die Community und ich sehe durch dieses Herzchen oder Daumen hoch, ich weiß das gar nicht mal, was ihr da gebt, wenigstens, dass das ein paar Leute anscheinend sehen und interessiert. Das heißt, ich mache das auf jeden Fall weiter. Ja, und ansonsten, haben wir die 5000 Follower voll bekommen? Hier fällt mir gerade ein. Das ist natürlich auch was Tolles. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich mega. Ja, dann da muss ich mir auch mal was Verlobungsmäßiges einfallen lassen fürs nächste Mal. Ne? Ja, das mache ich. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Euer Marschmierdöns.